So, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Fear the Wolves. Ich habe mir das jetzt gerade mal mit einem Key freigeschaltet, der für 2 Wochen gilt. Ich sehe gerade 13 von 40, also die haben wohl die Spielerzahlen zurückgesetzt. Am Anfang waren es, glaube ich, 60 oder 50. Und da haben sich die Leute eben beschwert, dass die teilweise, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde auf ein Spiel warten müssen. Und die Early Access Phase hat jetzt begonnen. Das Spiel kostet bei Steam 19,95 € oder 99. Muss ich ehrlich gestehen, also jetzt so, wie wir es auch schon angespielt haben und wenn du die Trailer siehst und wenn du es dann anspielst, es ist schon krass und es ist natürlich noch eine Early Access und keine Ahnung, aber dafür jetzt schon 19 € zu verlangen, finde ich relativ heftig. Ich habe jetzt gesagt, ich schaue jetzt auf jeden Fall nochmal rein, einfach auch um zu gucken, hat sich da jetzt vielleicht mega was getan und es ist viel, viel besser geworden und es ist doch irgendwo gerechtfertigt, die 19 €, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen, weil in der Phase, wo wir es eben noch getestet haben, war es schon noch heftig. Also du hast richtig gemerkt, da ist noch nicht wirklich viel fertig und hat auch irgendwie so einen unfertigen Eindruck einfach gemacht. Aber ich überspringe jetzt einfach mal wahrscheinlich diese Wartezeit. Das nervt mich nämlich jetzt schon, 30 bis 40. Dann sehen wir uns gleich in-game wieder. So, nun startet die Runde. Es ging jetzt ganz okay von der Wartezeit. Sind wohl über 50 auf dem Server. Ich habe auch schon Gerüchte gehört. So nach dem Motto, so ja, dass da irgendwelche Fake-Spieler drauf sind. Die dann quasi, dass halt die Server angeblich voll sind oder was auch immer. So, ich möchte darüber und werde jetzt gleich mal abspringen, in der Hoffnung, dass dort nicht so viele hinwollen. Bin auf jeden Fall jetzt mal gespannt, was sich getan hat in dem Spiel. Ich glaube, die Footsteps, das war ein Riesenpunkt, wo ich richtig schlecht fand. Einfach diesen Sound, dass man den nicht zuordnen kann. Ich war der Meinung, dass es jetzt gerade am Anfang schon um einiges besser war. Bin mir aber noch nicht sicher. Werden wir auf jeden Fall demnächst, denke ich mal, feststellen. Da wurde schon eine geboxt. Und ich möchte gleich zu dem Security Checkpoint. Und hoffe, dass da jetzt nicht zu viele unterwegs sind. Dass eben einfach den Leuten das zu weit ist. Dass die immer so in den naheliegenden Ziele in der Fluglinie gehen. Und wie ihr wahrscheinlich im Titel gelesen habt, geht es hier auch natürlich um ein Giveaway. Ich habe noch, glaube ich, 4 oder 5 von diesen Codes, wo ihr quasi ab jetzt 2 Wochen spielen könnt. Kostenlos, einfach quasi nochmal eine erweiterte Testphase. Ich denke mal jetzt auch nachdem Scum rausgekommen ist und eben noch andere Spiele, haben die jetzt leider doch relativ einen schweren Start für die Wolves. Und dadurch haben die wahrscheinlich jetzt sich gedacht, komm, wir hauen nochmal an die Beta-Tester so Keys raus, wo man eben 2 Wochen kostenlos spielen kann. Das heißt, die könnt ihr dann einfach in Steam als CD-Key eingeben und dann könnt ihr das quasi runterladen und 2 Wochen kostenlos spielen. Finde es eine ganz gute Sache, einfach um dann auch quasi für euch vielleicht nochmal zu entscheiden, nee, hat mich jetzt nicht überzeugt oder doch, ist echt cool das Game. Werde ich mir doch kaufen für 19 €. Für alle natürlich wichtig, die jetzt auch an der Beta vielleicht nicht teilgenommen haben und noch keinen Einblick in das Spiel haben konnten. Ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Holy, da ist schon einer mit dem Auto. Ist so ein Kacklappen, Alter. Ist natürlich jetzt beschissen. Ich hatte jetzt eigentlich mega den Vorsprung und jetzt fährt er da trotzdem schneller rein. Aber die Hoffnung ist, dass er eben jetzt den Jeep hat, aber noch kein Auto. Und ja, wir sehen mal. Also ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Spiel haltet, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit dem Spiel. Und jetzt hoffen wir einfach mal, schnellstmöglich eine Waffe zu finden. Da drinnen irgendwo. Bin echt gespannt auf die Steps oder was sich sonst vielleicht so geändert hat. Ich gehe mal gleich aufs Dach hoch. Die Sensitivity habe ich mir schon mega runter... Okay, die Wölfe klangen jetzt schon mal echt heftig. Ein Gastank. Oh. Eine Saiga mit 8 Schuss oder was? Was ist das?
Holy. Noch zwei Schüsse, oder was? Okay, das ist krass. Okay. Jetzt muss ich nämlich warten. Ich höre nämlich jetzt die Steps wieder. Da kommt noch einer. Scheiße. Sterbe ich jetzt direkt, oder was? Der kotzt sich ja. Ja, jetzt kommt der noch. Alter, ich kotze, Mann. Okay, die Wölfe haben sie schon mal definitiv stärker gemacht. Die waren normal nicht so schnell und auch nicht so. Die sind ja, glaube ich, keine Leitern oder Treppen hoch gefolgt. Von dem her. Auf jeden Fall, was ich hin wollte, ist eben, dass ich diese. Jetzt da ist die AK. Dass ich diese Codes quasi unter dem Video verlos. Das heißt, ihr schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr das Spiel feiert, ob ihr es testen wollt oder eben nicht. Und dann tue ich unter den Kommentierenden diese Codes quasi, antworte ich euch dann und dann kann ich euch die per E-Mail oder irgendwie zukommen lassen, diese Codes. Und dann könnt ihr das, wie gesagt, jetzt 2 Wochen testen, bevor ihr 20 Euro ausgibt und nachher sagt, ey, nee, das Spiel ist kacke, gefällt mir nicht. Ist das vielleicht eine ganz coole Sache. Gebt auf jeden Fall auch dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr noch mehr vielleicht Fear the Wolf sehen wollt oder wenn ihr die Aktion eben feiert. Und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.